Dass ich heute Abend hier bin, hat vielleicht ein bisschen mit dieser wunderschönen Statue zu tun. Das ist der Deutsche Schallplattenpreis 1981, den mir eine Jury für mein Album Bleib noch bis zum Sonntag zuerkannte. Und wenn du gehen willst, schreib mir keinen Brief. Ruf nicht an um 3 Uhr früh, wenn du grad bei ihr bist, ich bitte dich, nimm dir Zeit für mich. Das sei ich gewählt, oh heute und nett, die Woche im Sonnenschein. Die anderen, die ich gekriegt habe, hat nicht dieselbe Hintergrund wie dieser Preis hier. Das ist kein kommerziellen Zweck, dass man so einen vergibt. Ich freue mich sehr. Lass mich tun. Ich sehe mit dir jeden Film von Spencer Tracy. Das Material war da und dann haben wir das gemacht und das wurde erfolgreich. Die heißt Bleib noch bis zum Sonntag und das war eine schöne Arbeit. Freu dich bloß nicht zu früh, spar dein Mitleid dir auf. Sicher wartest du drauf, aber nie wirst du mich heulen sehen. Tut mir leid, dein Triumph ist nicht kleiner als du denkst. Ob du's glaubst oder nicht, ich weiß es längst. Er wollte so gerne, dass ich Bleib noch bis zum Sonntag, was ich eingespielt hatte, auf Platte, auf CD, auf der Bühne bringen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er dieses Musical nicht wirklich beendet hatte. Und habe dann Nein gesagt. Ich hätte das in Skandinavien spielen sollen und in Amsterdam sogar auch. Ich kann nicht etwas machen, wovon ich nicht so überzeugt bin, wobei das ein gutes Stück ist. Niemand speist mich ab, niemand macht mich satt. Zu lang habe ich verzichtet und mich selber